Jo, moin, liebe Rust-Gemeinde da draußen. Willkommen hier zurück zu Rust. Ja, einiges habt ihr wieder verpasst, obwohl, ja, der Digga war wieder fleißig hier looten. Und wie habe ich gehört, du bist jetzt, ja, Profi, was das Fliegen angeht. Ich habe jetzt meinen Pilotenschein gemacht. Ich Hast darf fliegen. deinen Pilotenschein gemacht? Okay. Ich habe jetzt Flugberechtigung. Ich darf nicht. Ich darf fliegen. Ist Du musst wieder. vorne sitzen, oder Na, aber nichts? echt, ist ja gesperrt. Siehst du, da war ja was. Ja, das muss man So. sichern. Ich habe vorhin mit einem Piloten gesprochen und anderen, der meinte eben, wenn das Ding offen hinschaltet, gibt es ganz schnell welche, die damit wegfliegen, meint Ja, mal. das ist dann weg. Muss Ja. alles absichern hier, ne? Jo. Ja, dann war schön mit euch. Ich sterbe jetzt, glaube ich. Nein, ihr habt doch Vertrauen. Mal lieber die Waffe in Hand nehmen. Genau, gute Lebensversicherung, dann schon kommen wir am Ziel hin. Bring mich irgendwo hin, aber ja, heile oder so. Jo. Aha, dann haben wir da unten. Da unten ist Holz ohne Ende. Die Insel ist ja auch, Kiste da, okay. Holz ohne Ende, ja. Ja, Holz holen, oder wir machen was anderes, weil wir, Weil wir können rüberfliegen zur Westernstadt, wenn du möchtest, diese gerade aufbauen. Ah, ich habe ja keine Klamotten mit jetzt. Noch können wir so reinlaufen. Ja, können wir mal gucken. Die Waffe wegstecken. Wir können ja, falls die noch einer noch da ist, das haben wir schon mal gezeigt in der Aufnahme, dann kommen wir ja sonst noch mal zur kleinen Insel. Die Kiste nachher auch noch da ist. Öbo-Insel, die kleine Öbo-Insel, ja. Bisschen kommt ja noch, wir haben auch schon viel gezeigt. Ja, würde ich sagen, mal Stück für Stück, ne? Hier unter uns ist gerade das österreichische Dorf. Ach ja, und der ploppt gerade bei mir auf. Ja. Ich werde jetzt dieses Namensschild jetzt nicht erwähnen, was da steht. Nee. Auto weiß, welches ich meine, wahrscheinlich. Ja, ich vorhin gelesen, ja. Ja. Genau. Oh, die war aber vorgestern noch nicht da, oder? Nee, glaube nicht. Was haben wir denn jetzt? Ach nee, das ist ja eine andere Ecke. Ah, okay, ja. Ja, süßer Fliegen geht ja schon mal besser als vorher, ne? Ja. Da muss ich auch nur üben. Ich kann es noch nicht. Hast ja fleißig geübt, ja. Genau. Hast du deinen Schein gemacht? Geübt, hast du vorher Prüfung gemacht und bestanden und. Ja, ich habe mir nochmal rangesetzt gehabt. Und nächstes müssen wir kurz ein bisschen nach links fliegen. Hallo, Airdrop. Ah ja. Okay. Jetzt wäre nice, wenn er abschmeißen würde. Ja, hat natürlich extreme Vorteile, wenn man jetzt fliegen kann, ne? So, unten rechts wäre jetzt gleich eine Basis. Ah, da am Wasser, ja. Können wir gleich raiden, ne? Naja, kommt noch eine große Basis. Ja, ihr meckert schon hier. Ist wieder am Laden hier. Da unten kannst du dein Pferd abparken und dein Fahrzeug landen. Und dann geht's geradeaus rüber irgendwann. Und dann geht's auf die Insel rauf. Ich fliege jetzt mal rein in der Westernstadt. Ah, hier vorne wird schon geladen. Da hat jemand jetzt eine Brücke gebaut. Besparen, da unten ist auch jemand am Bauen. Ja, Minenschacht wahrscheinlich wird es sein. Geradeaus zu links ist gleich ein Saloon.
So, dann würde ich ja sagen, dann landen wir mal kurz davor. Also, du siehst schon, was jetzt gebaut haben hier, ne? Also. Ja, so einiges. Ja, sehr schön. Ich setze die Ladung an. Ja. Jetzt sterben kann man ja nicht, ne? Ich würde sagen, ich hätte es jetzt nicht besser machen können, oder? Ja, professionell, können wir gleich rüberfliegen. Ölplattform Ja. und dann werden wir abgeschossen und sind weg. Das würde ich gerade sagen. Also wenn sie jetzt wirklich fliegen tue unter Stress, das muss ich auch noch üben, ne? Aber so bis jetzt geht, sag ich mal, ne? Ja, siehst du, genau, hier können wir uns auch, wenn wir jetzt eine Basis bauen, ein Häuschen hinsetzen. Eine kleine Holzhütte oder wie auch immer. Okay, ja, sehr schön. Ob du direkt hier also am Wasser hin willst, das musst du jetzt entscheiden. Ne, da können wir uns ja aussuchen oder hier am Fluss irgendwo. Ne, hier vorne. Ja, muss man ja mal gucken, wie muss man ja auch schön bauen, ne? Genau. Also wir haben ja auch dazu dementsprechend natürlich dann auch dann unsere Sachen an. Also sprich, wenn das hier freigegeben ist, dann nur noch mit dementsprechenden Klamotten, nicht mit mehr moderne Sachen rumzurennen, mit Pferd und dann geht's richtig oldschool-mäßig hier, ne? Ja, vielleicht kommt ja irgendwann doch mal so ein bisschen RP, ne? RPG. Genau, das soll auf jeden Fall gekommen. Ich habe auch schon mit den einen oder anderen gesprochen hier. Funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Ach, jetzt kommt auch. Ach so, der ist ja eh persönlich. Der macht uns ja keinen Genau. Schaden. Genau, erstmal ja. Siehst du, wir können auch, wenn wir jetzt mal kurz reingucken hier. Wunderschön, ne? Siehst du, hier wird noch gearbeitet. Sehr schön, ja. Das ist das Saloon auf jeden Fall. Schön, schön oben mit Terrasse hier draußen. Saloon, da oben ist ein Klavier, also die Spielecke, Musikecke. Genau. Die ist ja auf jeden Fall haben die schon sehr viel gebaut hier, die Leute. Ist irgendwie schade, ne? Dass ein paar Wochen wieder alles weg ist, ne? Aber so ist das Ja. immer, ne? Das bleibt leider nicht aus. Leider, ja. Da siehst du, da hinten ist auch so ein kleines Fort gebaut, sage ich jetzt mal. Ja, wie gesagt, die Anfrage ist schon gekommen, ob jemand noch bauen tut, wo man Waffen kaufen kann. Mit einer Schießanlage. Ja. Ne? Da drüben ist ein Fort. Sant Alpha. Wenn ich das richtig lese, ja, ne? Ja. Ja. Leider noch keine Brücke da, ne? Aber auf jeden Fall gut gebaut mit diese Hochstände, die man gibt, ne? Ich Hm, meine, das stimmt, ja. hier Ganz ist auf jeden Fall eine schön geile Sache, ne? Fort, Fort ja, draus bauen, ja, Ja. Fort Saint Alpha. Ja. Genau. Ja, hier gibt es auf jeden Fall sehr viel, ne, was die jetzt schon gebaut. Hier machen sie bestimmt die Goldwaschen oder sowas. Wie auch immer. Eine schöne Halloween-Tür hier. Ja. Da gibt ja so viele Skins. 100%ig genau. Was Hufeisen plus Sattel, Taschen bei Kuno. Genau, Kuno, genau. Zusammen haben sie auch schon eine Hütte gebaut. Ja, wie gesagt, ich meine, so eine kleine Holzhütte, wie jetzt hier vorne ist, können wir uns ja auch bauen, wenn du willst. Weißt du, so als L-Form oder so. Wichtig ist, wir brauchen ja nicht viel drin haben, ne? Naja, ein bisschen Deko. Und draußen Genau. vielleicht noch ein Schild oder was. Dass wir Genau. so, wer, falls wir nicht da sind, von Name her mäßig, ne? Genau. Ja, siehst du, ne? Also haben sie auch alle wunderschön gebaut hier, auch schon größtenteils alle mit Holz. Ne? Also. Ja, so Stein wird auch gar nicht passen. Nee, Vielleicht ein bisschen also so, dass so als von Fundament würde ich Fundament, sagen, ja. na, auch mehr Aber. auch nicht, ne? Also das würde ich auch fähig sagen, dass eben unten mit Stein ist, aber ein Rest, was drüber ist, alles mit Oh, Holz. der Sheriff. Der Sheriff. Ja, der Sheriff, was war da? Da sieht. Ja, wer fühlt natürlich noch ein bisschen was. Noch nicht viel drin.
Also das hier vorne ist meine Hütte. Ja, wenn Sie mich jetzt so erkennen würden. Hallo? Sind Sie noch da? Ja. Hallo? Wo ist deine Hütte? Hast du schon eine Hütte? Bist du der Sheriff oder was? Ich bin der Sheriff. Sehen Sie, wenn Sie den Stern sehen oben auf meiner Hütte? Ja, ich bin der Sheriff, genau. Das ist ja mein Häuschen, genau. Ne? Nein, das ist nicht mein Häuschen. Ne? Also, wenn, habe ich gedacht, lass uns ein Haus zusammen irgendwo bauen. Der Sheriff. Ja, ist gut. Ja, und ja. Dann noch ein paar vernünftige Knastzellen reinbauen und dann passt das schon. Oh, siehst du ja natürlich, gebaut ohne Ende hier. Ein schöner Hafen auf jeden Fall. Da, wo man wahrscheinlich schon schön mit Boot landen kann. Ja, ne, hier kannst du schön mit Boot auf jeden Fall. Oh, ein schöner Teppich auch schon wieder hier, ne? Schöner brauner. Bär. Oh, schöner Tisch auf jeden Fall. Ja, Ah, hier kannst schön. So ein Boot müssen wir auch noch haben, da. du. Ja, das wird auf jeden Fall ein Highlight. Das ist auf jeden Fall ein sehr Ein interessantes Boot, Boot auf jeden da, Fall. ja, oder auch nicht Loot rein, da. Das hundertprozentig Damit müssen natürlich, wir auch ne? noch mal durch die ne, Pampa Ich. rauschen, ja, Genau, fahren. also ich habe gesehen, auf jeden Fall durch eine Mission kann man es auf jeden Fall kriegen, also unter anderem bei einer Cargo-Mission auf jeden Fall. Das ist nämlich hinten dran, ne? Ja, deswegen mit kleinen fahren wir hin und dann oder rüber Genau. fliegen. Dann müssen wir eigentlich fliegen, weil ich glaube ranfahren Ranfahren geht auf jeden Fall. mit dem Boot. Also ich habe mir das mal so kurz angeschaut. Ja. Ja, so etwas schaffen wir auf jeden Fall. Also, wir Muss können halt immer nur noch. rüberspringen. Das Boot ist dann Genau. Wir müssen im Endeffekt so während des bist. Geschehens im Endeffekt gut sein. Wichtig ist genügend Waffen bei haben und dann und Munition. Siehst du, da oben ist auch noch ein kleines Häuschen. Ja. Ja, schön. Ja, gefällt mir auch auf jeden Fall hier die Ecke, ne? Das ist auch mal so ein Themenbereich bauen. Und mit gewünschten RP auf jeden Fall. Dann mal gucken, was draus wird. Ja, zumindest schon mal ein Anfang, ne? Genau. Ja, ich meine, es ist auch sehr viel möglich, sag ich mal, so mit Themenbereich zu bauen jetzt, weil aus per Skin-Technik sehr viel möglich ist. Ja, also. Oh, da hat jemand sogar schon ein Brot gebaut. Du hast keine Füße mehr. Habe ich Du auch auch keine nicht. Füße? Oh, Ach, das ist auch noch Treibsand. ein. Ah, siehst du, genau, Treibsand, genau, sehe ich auch gerade hier. Siehst du hier. Ja, ein Brot ist da. Ja, was das wird, keine Ahnung, aber wir werden bestimmt irgendwann später sehen. Oh, das ist ein Boot. Ja. Okay. Ja, auch gut gebaut, das Brot, ne? Ja, muss gleich nochmal näher ran. Ich habe leider jetzt nicht diese wunderschönen Fernglasbeine, ne? Das wäre jetzt noch so ein Highlight natürlich. Hier wohnen ihr Ureinwohner. Noch ja. Die warten wahrscheinlich auf die Rohstofflieferung. Ja, wie gesagt, eine Scheune habe ich auch schon gefunden, wo wir unsere Pferde holen können. Dann kriegen wir auch zugewiesen einen Stellplatz oben in der Pferdebox. Hab doch ein Fernlass, oder nicht? Ich habe leider keins einstecken. Oh, ich auch nicht. Warum? Jetzt habe ich die Bolt mitgenommen, aber hat man da Dings mitnehmen sollen da. Scope-Dingsbums da. Naja. Bisschen weit weg. Sieht auf jeden Fall gut aus, das Boot, ne? Auf jeden Fall Ja. gut gebaut. Könnte doch. Ist ja im Tiefen. Das sind Tiefen leider auch gebaut, ne? Dampfer. Aber gut, wir können ja vielleicht den Schwenker machen, wenn wir rüberfliegen.
Das sollten wir hinkriegen. Ja, ist gut. Das zeigen wir auch nur noch mal, wenn wir ihn schmecken hat. Genau. Oder weil wir nächstes Mal mit dem Brotmann wieder unterwegs sind. Ja, mit dem Bode. Schauen wir uns mal genauer an. Vielleicht ist er auch noch gar nicht fertig. Vielleicht kommt da ja noch mehr. Oh, Schwefel! Bisschen Holz. Ja, jetzt können wir auch ein bisschen Holz holen, ein bisschen da Ressourcen, die da sind, mitnehmen. Ja, haben wir auch mal gesehen, da Westernstadt, das Projekt. Bin gespannt, wie sich das so entwickelt. Oh, hier ist noch Stein. Ja, das ist alles. Ja, wir werden ja noch ein bisschen farmen hier. Auf jeden Fall sehr interessant. Bin auch gespannt. Da muss man sich ja vielleicht noch mal eine Rolle irgendwie ausdenken, so RPG-mäßig. Mal gucken. Schauen wir mal, in welche Richtung das geht. Wenn das so langsam losgeht. Ist auch, wie gesagt, ne, kann ich immer wieder sagen, schöner Server. Um Rust kennenzulernen, ne? Vor allem ja nur PvE. Vielleicht wird es später auch mal PvP geben. Obwohl PvP steht ja schon mal sicher, hatten wir beim letzten Mal ja, ne? Der letzte Tag. Der Vibe-Tag, Purge Day, da gibt es auf jeden Fall PvP. Aber so zwischendurch und PvP wäre auch mal ganz nett. Dann so, vielleicht als Abwechslung so, oder so Arena-mäßig. Ich weiß nicht, ob es Plugin-mäßig so möglich wäre, dass du irgendwie reingehst durch ein Portal. Keine Ahnung, ob das ist denn PvP aktiviert. Doch, gibt es bestimmt. Bestimmt Ich irgendwie denke mal, ja. möglich. Und wenn in der Zukunft, na, schauen wir mal. Denke mal, wird schon möglich sein, hundertprozentig. Ja. Ja, Alles klar. hundertprozentig. So, das soll es aber gewesen sein. Dann gibt es einen Scheiben. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.